Der Kottenforst in Bonn. Eines der wichtigsten und größten Waldgebiete der Region. Tausende Bäume sorgen hier und in der Umgebung für frische Luft. Doch der Kottenforst leidet. Dürre und Borkenkäfer setzen den Bäumen zu. Der Wald braucht Hilfe und SWB Energie und Wasser hat Bonn Naturstrom und Beethoven Stromkunden eingeladen, hunderte Eichen zu pflanzen. Ich finde das gut, weil die Bäume sind ja auch gut für die Umwelt, weil dann hast du immer wieder frische Luft. Für Michael Goroll und seine Tochter steht das Thema Umwelt sowieso auf der Tagesordnung. Fridays for Future ist in aller Munde. SWB begrüßt es, dass die Jugend mahnt und Druck macht, den Klimawandel entschieden zu bekämpfen. Umso größer ist die Freude, dass so viele Kinder bei der Baumpflanzaktion dabei sind. Viele Jugendliche demonstrieren für Klima- und Umweltschutz. Dann ist es natürlich auch hervorragend, die bei so einer Aktion dabei zu haben und die auch pflanzen zu sehen. Unter dem Motto Mitgestalten, Mitmachen, Mitpflanzen sind 140 SWB-Kunden, groß und klein, jung und alt, der Einladung auf die Bonner Waldau gefolgt. Sie alle treiben die lokale Energiewende sichtbar voran. Es kommt uns allen zugute, weil es eben im Kottenforst ist, den wir alle besuchen, wo wir joggen, wo wir spazieren gehen, wo wir mit unseren Kindern zu den Wildgehegen gehen. Also vielen Dank an die Stadtwerke für diese tolle Aktion. Als kommunaler Energieversorger mit besonderer Verantwortung für die Stadt Bonn setzt SWB Energie und Wasser Maßnahmen zum Umweltschutz vor Ort um. So wird diese komplette Fläche neu bepflanzt. Doch unterm Strich nur ein Symbol? Ja, also es ist auf jeden Fall mehr als ein Symbol. Wir pflanzen heute 800 Bäume, insgesamt sollen es 8000 werden. Und das ist so, dass wir damit viele Kahlflächen aufforsten können, mehrere Hektar sogar im Endeffekt. Und das ist natürlich großartig für den Bonner Stadtwald. 8000 Bäume, das ist gelebter Klimaschutz für die nächste Generation, für alle Bonner Kinder. Das ist eine große Nummer, aber ich denke, das Klima hat es auch verdient, dass wir uns engagieren. Wir als Stadtwerke versuchen ja, unseren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, sind da sehr aktiv in vielfältigen Aktivitäten. Und heute den Startschuss zu setzen, um 8000 Bäume zu pflanzen, ist ein Auftakt. Ziel der Stadtwerke Bonn ist es, dass der Klimaschutz von einer breiten Mehrheit der Bevölkerung getragen wird. Nur so können Natur und Umwelt erhalten werden. Also ich finde es total wichtig, Bürger und den Wald einander näher zu bringen. Und wenn das mit Engagement eines ansässigen Unternehmens passiert, ist das natürlich eine ganz, ganz tolle Sache. Mit der Stieleiche wird eine Baumart gepflanzt, die als klimastabil gilt, also auch wärmeren Temperaturen standhält. Damit unser Wald auch für künftige Generationen als Lebensraum erhalten bleibt.